Und damit herzlich willkommen zurück bei Thief. So, jetzt werden wir hoffentlich herausfinden, wo das untere Kellergeschoss ist. Ja. Ich habe offscreen kurz ein bisschen geguckt, denn ich war selber verwirrt. Nun schaut, meine Jünger. Hallöle. Hier ist der nächste Raum. Und das nächste Abhandlung über die Volsit-Raumtheorie. Aha. Aha, sehr interessant. So. So, nix. Okay. Aha, ein Knopf. Ach du Schande. Hier gibt es sonst aber nichts mehr, ne? Nee, nur noch den Knopf. Okay, das ist toll. Die Volsit-Raumtheorie, die lesen wir mal gerade noch. So, Ektors Kundenaufträge. So, vor einigen Jahren wurden die bekannten Volsit-Tests durchgeführt. 10 Subjekte mit abnormen Gehirnfunktionen in Bezug auf Raumwahrnehmung wurden in der Heilanstalt von Moira in dunklen Zellen mit variierenden, ungewöhnlichen Größen eingesperrt. Sie sollten 3 Wochen lang in der Dunkelheit bleiben, während Experten ihre Wahrnehmung des Raums beobachteten. In der 2. Woche floh eins der Subjekte und tauchte in katatonischem Zustand in einer Gasse hinter der Testanlage wieder auf. Dazu befragt, wie er aus der Zelle gekommen sei, antwortete das Subjekt. Der Rest der Abhandlung wurde aus dem Buch herausgerissen. Oh Gott, ist das jetzt hier wie in Bioshock Infinite? So ein bisschen. Frage ich mich. Mit den, wie heißen sie, die dadurch Raum und Zeit wandeln, die mit den Lutezes? Wer das Spiel nicht kennt, böse. So, Schriftrollenhalter. Ach, eine Küche. Süß. Messer können wir nicht mitnehmen. Schade. So. Lalala. Lalala. Einmal Nahrung. Ein Projektpendel Tag 6. So. Lalala. Projektpendel Tag 6. Der Mechaniker hat mir neue Lektüre geschickt. Die zunächst unzusammenhängend erscheinende Theorie erwies sich bei näherem Hinsehen als durchaus gehaltvoll. Ich muss zurück an die Arbeit. Die Renovierung des unteren Kellergeschosses ist fast abgeschlossen. Ich habe dabei weitere alte Symbole entdeckt. Und die Symbole werden wir vermutlich bald brauchen. So, aus der Küche kamen wir, hier kamen wir, da müssen wir drücken, ne? Oder? Ja, hier, ich glaube, hier müssen wir drücken. Aha, lalalala. So, da ist ein Geheimding für die Bücherdings. Projekt Pendel. Pandel oder Pendel? Pendel, ja. Tag 13. Ich träumte von einer Welt mit sich bewegenden Wänden, die sich verschoben und um mich herum verzerrten. Zunächst dachte ich, die Wände bewegten sich mit meinem Herzschlag. Doch dann erkannte ich, dass sie gesteuert wurden durch die immerwährende Bewegung der Stadt. Ich versuchte nun, das Erlebnis zu wiederholen. Ich bin schon fast dort. Wo ist denn dort? Mann. Okay, Bücher. Regal. Schrank. Hier. Der letzte Schalter. Hier nicht. Hier. Jetzt ist Schleichi eingesagt, würde ich fast sagen. Ah, hier ist was. Und jetzt geht es ins Ungewisse. Nicht schlecht, Clockwise. Aber ein Labyrinth allein hält mich nicht auf. Hoch oder? Ich kann nur hoch? Okay, dann halt hoch. Nein. Okay, wo bin ich? Ich kann nur durch diese eine Tür gehen.
Was ist dahinter? Ich höre Maschinen arbeiten. Ich fürchte, hier befindet sich der Clockwise. Oh, das Schloss von ihm ist immer wieder unglaublich sicher. So, Projektpendel Tag 8. Ein Füller. Abhandlung über die Theorie der Zeit. Die Kerzen löschen und dann lesen wir erstmal und danach gehen wir weiter. Abhandlung über die Theorie der Zeit. Man beobachtet die Stadt. Einst ein Gebiet unbebauten Landes. Heute ein blühendes Zentrum der Menschen. Wir betrachten das Wachstum der Stadt als lineare Entwicklung im Lauf der Zeit. Ein Ergebnis nach dem anderen. Aber unsere Wahrnehmung bildet nicht die Realität ab. Die Stadt ist alles auf einmal. Jungfräuliche Landschaft, belebte Straßen und leere Ruinen. Alle Momente der Zeit existieren parallel. Die Herausforderung für uns lautet, die Muster des menschlichen Bewusstseins zu durchbrechen. Erst dann werden wir das Wesen der Zeit wirklich begreifen. Der Rest des Materials fehlt. Projektpendel, Tag 8. Ich werde besser. Früher habe ich angenommen, es ginge dabei um den Mechanismus zum dauerhaften Antrieb des Automaten. Von wegen, wie ignorant, wie kurzsichtig. Der Kern des Projekts Pendel sind Raum und Zeit. Beide sind miteinander verbunden. Ich muss herausfinden, wie. Ich habe ununterbrochen 30 Stunden daran gearbeitet und darüber mein Treffen mit dem Mechaniker versäumt. Egal, die Automaten sind nicht mehr wichtig. Ja, du, die Automaten sind der Grund, warum ich hier bin. Junge. Ich verbringe hier mehr Zeit als erwartet. Oh Gott, was? Was? Das ist doch ätzend, was soll denn der Scheiß? Muss ich die alle reindrücken? Oh nö. Hängen die alle miteinander zusammen? Ich weiß es nicht. So. So. Aha, jetzt haben wir's. Was? Eine unterirdische Werkstatt. Was hast du vor, Clockwise? Das frage ich mich auch. Und wieso ist Kampfmusik hier? Ach du Schande. Projekt Pendel. Schande. Was zum Teufel tut der Typ hier? Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Clockwise, Junge. Halt. Dokumente. Tag 1. Das Symbol. Durchgestrichen. Das hier. Okay, als nächstes Tag 6, das Symbol. Als nächstes, ich gehe jetzt erstmal nochmal auf Nummer sicher. Tag 8, das ist das Symbol. Was für ein... Wie sah das nochmal aus? Dokumente? So, ein Strich und zwei quer. Das ist doch das da hinten, ne?
Das. Halt, das Symbol gibt es zweimal, oder? Ach, scheiße. Ich hasse Rätselspiele. Geht auch das hier vielleicht? Na, nein, okay. Dann ist also das, aber... Mann, was soll das denn? Wieso kann der Typ eigentlich nicht springen? Wo? Halt, vielleicht hat er das ja nicht direkt am ersten Tag ausgefunden. Vielleicht ist es ja auch in Tag 11 drin. Das hier und das hier. Aha. Das hier. Das Gekreuzte war auch dabei. Und das hier. Ah, toll. Und jetzt? Hä, wie? Ich verstehe es nicht. Was soll das? Ach so, ich darf nur die Symbole verwenden, oder was? Nein. Da. Herz des Automaten, guter Fund, zerbrechlich. Ich will es nicht zerstören. Entkomme aus Clockwise Wohnstätte. Und das hier scheint der gute Clockwise zu sein. Clockwise Geständnis. Wir haben ein Dokument scheinbar noch übersehen. Clockwise Geständnis. Das Dokument ist ein Wirbelsturm aus Wörtern, Buchstaben und Symbolen. Nur einige wenige Formulierungen in diesem Chaos ergeben Sinn. Ich bin letzte Nacht in die Wand, öffnete einen Riss, kletterte hindurch in die Dunkelheit. Jaspers Stimme hat mich gerufen. Mein Junge ist in einer anderen Zeit am Leben. Ich folgte der Stimme 7 Stunden lang. Meine Uhren sagten, ich sei 3 Sekunden weg gewesen. Der Riss fiel in sich zusammen, so müde. Muss zurückkehren. Ist jemand da? Ist da jemand? Ich komme, Jasper. Okay. Läuft bei dir Clockwise? So. Aber auf dem Weg zurück dürfte uns ja eigentlich nichts passieren. Nur durch dieses ganze elendige Labyrinth müssen wir jetzt wirklich zurück? Oh nö. So. Hier war der lange Weg. Hier geht es nach unten. Das ist ja echt, ey, sag mal, du hast ja echt nicht mehr alle, Junge. So. Hier war dann irgendwo. Oder kommen wir jetzt einfach so wieder zurück? Nee, ne? Wir müssen jetzt erst wieder den gesamten Weg zurückstellen. Das heißt, so. So. Ho. Was? Nee, doch nicht. So. Hallo? Okay, hier sind wir durch. Aber dann musste... War noch hier noch irgendwo noch ein Knopf? Hier muss da irgendwo noch ein Knopf gewesen sein, ne? Weil... Theoretisch muss ich ja hier lang. Aber das ist irgendwie... Das ist die Wand. Das ergibt keinen Sinn.
Wie komme ich denn zurück? Ach, scheiße. So, jetzt komme ich hier durch. Aber jetzt kann ich hier drücken. Das war falsch. Das ist nicht richtig. Scheiße. Mann! Oh nö, wie komme ich denn zurück? Scheiße. Eigentlich muss ich ja hier drücken. Aber dann kommt einfach nur das nächste Bild. Scheiße. Nochmal hier. Vielleicht nochmal hier drücken? Dann geht's in der Küche durch. Scheiße. Okay, das muss schon in die Richtung. Dann komme ich hier durch. Dann muss der nochmal gedrückt werden, dann komme ich eigentlich hier durch. Aber hier komme ich nicht durch. Ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Oder habe ich einen Knopf vergessen? Nein, ich habe keinen Scheißknopf vergessen. Ich komme einfach nicht mehr zurück. No. Halt. Stopp. Ich, eine Sekunde kurz. Ich überlege kurz. Ich fürchte, wir sind falsch gelaufen. Verzeiht, aber... Das war auch ziemlich unlogisch, dass wir den ganzen Weg nicht zurücklaufen müssen. Da war doch die verschlossene Tür. Ich fürchte, die war dann offen. Wieso kommt die ganze Zeit diese scheiß bedrohliche Musik, Mann? Der Clock weiß, ist doch tot. Wo geht's auf? Da geht's auf, da geht's auf, da geht's auf. Wo geht's auf? 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 Da geht's auf. So, hier war das Rätsel. Und aha, hier geht's hoch. Sieh mal einer an. Oh, na dann, Escape, komm, lauf. Ach, sieh mal einer an, jetzt kommen wir hier hoch, wo wir im oberen Kellergeschoss praktisch. Und hinaus. Ja. Oh, erledigt. Stiehl alle Beuteobjekte, jammern. Wir haben alles erwischt. Perfekt. Perfekt, meine Freunde. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh, oh. Und jetzt müssen wir nur noch zurück zu unserem bekloppten Freund. Was wir dann aber vermutlich erst in der nächsten Folge machen bei Thief. Bis dahin. Tschüss. Falscher Knopf. Entschuldigung. Bis dahin. Tschüss.